hier mitnehmen. Coole Sache. Hier sind so ziemlich alle Kräuter, die es gibt. Also, glaube ich zumindest. So sicher sein kann ich mir ja nicht, aber... Wunderbar. Wie viel Traglast haben wir? Ich habe gerade keine Ahnung. Ah, es geht so. So, ballern wir hier noch? Oh nein, das hier ist meine Dreckstruhe gerade irgendwie. Ja, ich werde jetzt mal eben alles, was ich hier drin habe, was ich eventuell noch haben brauche, will, haben brauche will vor allen Dingen. Ja, die Drachenknochen ist ja vor allen Dingen hier. Und den Scheiß nehme ich auch mal mit. So, dann gucken wir mal, wie viel Geld wir haben. Oh, wir haben relativ gut, also einigermaßen Gold. Dann werden wir jetzt mal eben... Kann ich von hier aus schnell reisen? Ich weiß es gerade nicht. Und zwar würde ich gerne dahin. Du kannst von diesem Ort nicht schneller, das habe ich befürchtet. Ups, was ist das denn? Ich muss sehen, die Konsole geöffnet hier. Da muss ich mich ein bisschen beeilen, eventuell. Laufen wir irgendwie schneller als vorher oder bilde ich mir das neuen? Merkwürdig. Nee, ich glaube, wir laufen genauso schnell. Entschuldigung. Ich habe hier irgendwelche Einbildungsversuche irgendwie. Naja, egal. Gehen wir einmal raus und gucken mal, ob wir das jetzt so schaffen, wie ich das gerne hätte. Hä? Ah, ich bin so dämlich. Da bin ich raus. Himmelsrand. Raus hier. Und wir wollen schnell reisen. Und zwar nach Drachenfeste. Grund dafür ist... Hä? Da bin ich ganz doof hier. Drachenfeste. Ja. Grund dafür, ich möchte mir ein bisschen Einrichtung kaufen. Ich hoffe, ich bekomme pro Einrichtung eine neue Truhe. Das heißt, in der jeweiligen Einrichtungsgrundlage bekomme ich eine Truhe. Hoffe ich. Also ich habe mir das Schlafzimmer eingebaut und habe dafür da eine Truhe im Schlafzimmer. Jetzt ist die Frage, baue ich eine Küche ein? Ist auch in der Küche eine Truhe? Das hoffe ich, weil dann würde ich nämlich so ein bisschen sortieren. Wenigstens so, ja, das fände ich eigentlich ganz schön. Wenn ich sortieren könnte. Das wäre relativ gut, finde ich. Ja, genau. Und Ladezeit. Wie immer, Fail über Fail. Ja. Wie ist es, man? Wie ist man es anders von mir gewöhnt? Hä? Was war das denn jetzt? Pff, ja, was auch immer. Laufen wir los. Und wo haben wir unseren? Da haben wir unseren. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ich würde gerne ein Haus einrichten. Da helfe ich euch gerne. Und... Also, was möchtet ihr gerne kaufen? Was ich gerne hätte? Ich hätte ein Alchemielabor gerne. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ich hätte gerne eine Speisedekoration. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, ich hätte gerne eine Wohnzimmerküche. Sehr wohl. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Nein, weil ich habe nämlich kein Geld mehr, glaube ich, oder? Ja, ich habe kein Geld mehr. Gucken wir mal eben, wie unser Haus jetzt geworden ist, beziehungsweise was ist jetzt alles verändert. Und, ja, genau. Ich führte Ehre aber gern vor 200 Jahren, als ich Martin Septin opferte, um die Welt vor der Oblivion-Krise zu retten. Aha, 200 Jahre vergeht also zwischen Skyrim und Oblivion. Nicht, ist gut zu wissen. Ja, sehr gut zu wissen. 200 Jahre. Und lieber Septim war eigentlich der... Nee, Martin Septim... Ach, jetzt bin ich durcheinander. Und die Ladezeit... Ja, war gerade schon weg, die Ladezeit, als ich die Aufnahme unterbrochen habe. Möp, möp. Irgendwer hatte mal geschrieben, schreie niemals eine Wache an. Ich glaube, das sollte ich auch nicht tun, ansonsten bin ich nämlich ziemlich schnell dahin. So, das da ist unser Häuschen.
Sieht ja eigentlich relativ klein aus, ne? Aber es ist auch. Es liegt Frost. Briseheim! Wieso heißt es eigentlich Briseheim? Das ist eigentlich Schwachsinn. Egal. Gucken wir mal, wie gestaltet jetzt unser neues Zuhause aussieht. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Nimriel kümmert sich während meiner Abwesenheit gut um Verpiss alles. Dich. Ja, danke. Raus aus meinem Haus. Benutzen Kochtopf. Essen. Okay, gut, dass ich weiß, wie man das alles herstellt. Aber okay. Immerhin schon mal schön zu wissen. Haben wir das, was ich hoffe? Haben wir nicht. Hier ist nirgendwo eine Truhe. Öffne Tür. Das ist das Alchemielabor. Ja, immerhin Tisch. Aber kein... Hier ab dem Bücher werden ins Regal Oh, das ist ja auch cool. Finde ich nett gemacht. Hier kann man... Oh. Doch. Truhe. Alchemielabor. Wunderbar. Weg damit. Was war das? Ach, egal. Gift, Gift, Gift. Okay. Zerstörungszauber sind stärker. Taschendiebstahl, Verbesserung von Waffenrüstung, Gesundheit. Okay. Wunderbar. Und vor allen Dingen Zutaten. Weil, ja, die haut euch alle erstmal raus. Alter, wie viel ist das denn? So. Schön. Schlüssel sind egal. Das hier ist auch alles egal. Essen. Ja, Essen kann ich theoretisch. Ja, Essen tue ich auch weg. Sonstiges. Ja, sonstiges könnte ich eigentlich mal endlich verkaufen. Aber ich glaube, diese ganzen Seelensteine, die haue ich auch mal hier rein. Und oben kommen halt Waffen und sowas rein. Oh, das ist... Da sollte ich auch mal langsam hingehen, hier. Da gehe ich, glaube ich, als nächstes hin. Da, dieser Stein. Den muss ich mal irgendwo hinbringen. Ja, den sollte ich mal irgendwo hinbringen. Ich habe zwar keine Ahnung, wohin, aber auf jeden Fall irgendwo hinbringen. Hier habe ich irgendwie ganz viele Sachen, die ich nicht brauche und die viel, ja, die extrem viel wegnehmen. Die werde ich aber jetzt gleich verkaufen gehen. Schabses Schutzgeist. Den lasse ich auch mal hier, aber den lasse ich oben. Ja. Irgendwie erinnere ich mich gerade so ein bisschen an Minecraft, so Kisten sortieren und so ein Scheiß. Was haben wir denn hier? Hier haben wir das. Durchsuchen Kommode. Kommode können wir theoretisch auch was reintun. Beistelltisch können wir auch was reintun. Was haben wir denn jetzt hier in die Truhe getan? Ja, hier, da können wir, genau, da können wir ein bisschen noch was reintun. Hier, das nehme ich aber wieder raus. Scheiße, ich bin so dämlich. Jetzt bin ich ernster. Oh, jetzt habe ich ernsthaft alles genommen, was da drin war. Und euer Schild. Ah. Ist das nervig. Also. Die Zutaten hätte ich gerne alle hier drin. Ja, mach's ruhig wieder zu. Zutaten hätte ich gerne alle hier drin. Alle. Da sind auch noch viele Unbekannte dabei. Da werden wir uns irgendwann... Werden wir eine komplette Folge... Ja, okay, wohl eher die... fünf komplette Folgen damit verbringen, dass wir hier mal ein bisschen Alchemie hochskillen und mal gucken, wie das alles so aussieht und was man da so Schönes machen kann. Aber da habe ich nicht jetzt Lust zu. Ich werde das jetzt alles noch kurz sortieren hier und dann gucken wir endlich mal, dass wir was Anständiges zur hinbringen. Also endlich was Anständiges machen. Ja, jetzt darf ich den ganzen Scheiß noch mal machen, wa?
Ah. So, Zaubertrank der geringen Ausdauer. Achso, Ausdauer. Nein, ach, jetzt habe ich einen getrunken. Ah! Heilung, Illusion. Ausdauerpunkte. Ich werde auch nie wieder auf Ausdauer gehen. Das nur mal so nebenbei. Magicka wird, ja, wunderbar. War jetzt hier noch irgendwas dran? Ne, Bücher. Noch irgendwelche Bücher jetzt dabei oder was? Habe ich jetzt tatsächlich? Dieb. Ja, kann ich ja mal eben hier ins Bücherregal reintauen. Bücher. Dieb. Klappt trotzdem nicht. Was, ich bin immer noch zu schwer belastet. Was habe ich denn alles dabei gehabt? Was zur Hölle? Ich weiß nicht, was ich alles dabei hatte. Was mich jetzt hier so belastet. Waffen sind's nicht. Aber hier wahrscheinlich irgendwas. Was ist denn hiermit? Ach Gott, so eine Plackerei hier. Ich habe hier lauter Scheiße dabei, die ich nie mehr brauchen werde. Aber egal, gehen wir mal eben hoch und hauen mal irgendwie die Sachen weg, die wir hier nicht haben wollen. Ich glaube, das lasse ich hier in mal gucken. Die Waffen lasse ich, glaube ich, hier. Waffenbekleidung tue ich hier rein. Ja, Alter. Oder ist das hier ihr Zimmer? Ja, das ist mein Zimmer. Als Maul jetzt hier Waffen. Weg. Also nur die, die ich natürlich behalten will. Statt der Feuerwehr, dann nehme ich mal mit. Statt des Schutzgeistes lasse ich einfach mal beide hier. Pfeil kann ich theoretisch auch mal einfach irgendwo anders sammeln. Obwohl, die biegen ja eh nichts. Jo, das war's eigentlich einfach jetzt Bekleidung. Ich lasse mal sowas hier lieber da. Ich will das noch nicht verkaufen. Nur dieses ganze andere Scheißzeug hier, komm mal weg. Das kann auch weg eigentlich. Das kann alles weg. Jo. Und haben wir jetzt es noch... Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Durchsuchen wir mal den Beistelltisch. Finden dabei sogar noch was. Und gucken mal, ob wir hier noch irgendwas... Schriftrollen. Essen. Bücher essen. Oh nein. Wir haben tatsächlich jetzt wieder ganz viel Essen dabei. Ja, das Essen wissen wir wohin damit. Es ist mir eine Ehre, euch wieder und zwar unten hin. Und dann haben wir es, glaube ich, auch, dass wir wieder noch irgendwo uns in den Laden retten können, damit wir was verkaufen können. Aber da, so. Essen. Essen. Alle. Alle. Ab 6, glaube ich, muss man angeben, dass man alle hier... Ja, ab 6. Okay. Scheiße, ich habe jetzt auch in irgendeiner Notiz da abgelegt, das ist aber auch egal. Wir wollen jetzt verkaufen, dann los.